zwei Bäume schaffen wir noch, oder? Na doch, den schaffen wir auch noch. Dann ist schon wieder Schluss für heute mit Energie. So. Gehen wir wieder nach Hause, gucken mal, was unser Silo sagt. Unsere Silos, wir haben ja mehr als eins. Ob die schon voll sind oder ob ich noch was sammeln kann. Ich glaube, ein Hühnchen kostet 2000. Heißt, nach momentanem Stand könnten wir uns ein Hühnchen leisten. So. Kätzchen haben wir schon gestreichelt, ne? Ja. Schauen wir mal kurz, was die Silos sagen. Bisschen Heu können wir noch sammeln. Kann ich das da zum Beispiel noch wegmachen? Das ist sehr schön. Weil da muss die Fläche frei bleiben, denn man kann auch nicht auf Heu bauen, auf Gras bauen. Das geht ja nicht. Ich kann es ja noch verstehen, wenn da gerade eine Kuh steht oder sowas. Wobei eigentlich auch nicht, weil die kann man beiseite schieben. Aber ich kann auf gar nichts drauf bauen. Außer auf den nackschen Boden hier. Würde ich auch glatt gerne ein bisschen Weg machen. Na, ich glaube, jetzt ist das Silo voll. Egal, wir ziehen hier mal die Schneise durch. Machen das hier mal noch weg. So. Jetzt ist die Kohle fertig. So. Können wir mal jetzt kurz hier gucken. Steinweg, dafür brauche ich einen Stein. Holzweg, dafür brauche ich ein Holz. Gravel braucht auch einen Stein. Eigentlich würde ich ja gerne den Steinweg machen, aber wir haben momentan echt Steinmangel. Oder haben wir hier noch welche drin? Nein. Wir haben momentan keine Steine. Das ist blöd. Wir werden morgen in die Mine gehen und neue Steine holen. Ich werde hier mal ein bisschen Wege setzen. Die Farm soll ja schöner werden. Ah, oh, sehr schön. Nee, warte mal. Das geht auch nicht im Fünfer. Kann ich das irgendwie im Fünfer? Ah, so kann ich das im Fünfer-Schritt laufen lassen. Okay. So, 100 Stück könnte erstmal reichen. So. Die Farm hier mal schöner machen. Na Kätzchen, willst du mir sagen, dass das hier fertig ist? Ein Marmeladenbottich. Können wir auch gleich noch machen. Zack. So. Hier geht der Weg momentan nur einfach lang. So. Ja, ist ja gut. Aber ich hätte ihn tatsächlich gern durchgängig zwei breit. Geht, weil da noch das Feld im Weg ist.
holen wir da noch eine Beere für raus. Nehmen wir mal alle. Nehmen wir mal alle. So. Jetzt habe ich noch zwei. Eins, zwei. Klasse. Da ist wieder die Holzkohle fertig. So. Ja, wir machen mal noch ein paar Wege. Zack. Und war das so? Ja. Machen wir nochmal 100 Stück. Wieder was fertig. So. So, da reicht ein einfacher Weg. Die Felder werden dann eh noch umgesetzt. Halt. Du kannst jetzt mal da drin liegen bleiben eine Weile. So, das nehmen wir uns morgen mit. Und wieder fast 1000 Gold. Und guten Morgen, Welt. Oh, wir haben Post. Mel, ich sammle Daten für die Korrelation zwischen Bodensäure und Fruchtlevel. Ja, Fruchtfruktose-Level, Fruchtzucker-Level. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche eine frische Melone von deiner Farm. Wenn du mir eine bringst, wäre ich dir sehr dankbar. Die Mietius. Ja, das lässt sich, glaube ich, erledigen. Einrichten. Wie auch immer. Nein. So. Alles geerntet. Gießen, ja, nerv mich doch nicht hier. So. Das ist eine verkümmerte Pflänzchen hier, ist immer noch da. Out of Butter. Butter nachgefüllt, Butter Marsch. Eine noch, dann sind wir voll. Ja, doch, wir sehen recht voll aus. So. Kätzchen streicheln. Mal kurz kontrollieren, ob die Alte auch wirklich jetzt hier arbeitet.
damit ihr das auch mal seht. Da, die klopft da jetzt immer mal was ran. Klops. Und sie ist so langsam. Sie ist so langsam. Das glaubt man gar nicht. Naja. Wir gehen jetzt in die Mine. Wir müssen ein paar Steine klopsen. Sonst haben wir bald ein Problem ohne Steine. Ich überlege, für den Bahn brauchen wir 150. Weil wir gar nicht wissen, wie viele wir brauchen, um den Kub später auszubauen. Zack, gehen wir einfach mal hier rein. Und jetzt ist egal, wie viele Level wir schaffen, wir müssen Steine finden. Klopse ich hier jetzt auch einfach mal alles auf. Geht natürlich ungemein auf die Energie, aber was will man machen? So. Was willst du? Stress, ne? Ja, können wir gleich wieder ein paar Insekten killen. Ich glaube, das haben wir ja auch noch nicht voll für die Gilde. Schnell kaputt. So. Yay, zwei Sep. Die wollte ich schon immer haben. Bin nur deswegen in die Mine gegangen. Das mit den Steinen war nur ein Vorwand. Damit der Sep sich nicht versteckt vor mir. Oh, da ist die Leiter. Einmal Quarz. Da ist gleich noch eine Leiter. Was essen. So, 1:30 Uhr haben wir es jetzt. Haben wir ja noch eine Menge Zeit, um ein paar Steine zu klopsen. Ja, ist. Immer ist, Mädchen, das tut dir gut. Da gibt es auch keine andere Möglichkeit, Steine im großen Stil zu farmen, außer in die Mine zu gehen. Wir können zwar später auch noch in den Steinbruch, wenn die Brücke repariert ist, was wir ja nur durchs Gemeindehaus kriegen. Die Brücke, wenn man zur Adventurer-Gilde geht, da ist ja eine kaputte Brücke, da ist ja so eine Schlucht oder sowas.
ist dann sozusagen ein Steinbruch, aber die Steine brauchen auch recht lange, bis die da wieder neu erscheinen. Und ich glaube, da ist man in der Mine im Endeffekt schneller. Ich gehe mal nicht weiter da unten ins Dunkle, ich gehe mal gleich weiter. Sternchen. Das ist angeblich etwas schwerer. Haben wir schon. Haben wir schon, umsonst gefreut. Den Lichtring bräuchte ich noch. So. Vor allen Dingen ist am Steinbruch auch der Nachteil. Man merkt es ja hier schon, nicht in jedem Steinchen ist auch ein Steinchen drin. Also wir kriegen nicht aus jedem Stein Steinchen raus. Aus manchen dafür zwar wieder zwei, aber ich glaube, das gleicht sich nicht wirklich aus. Und im Steinbruch hatte ich zumindest in meinen privaten Spielen bisher immer nur die kleinen Steinchen und doch nie einen großen. Und wenn, dann wird ja nicht auf einmal das ganze Ding voll sein mit großen Kloppern. Das kann ich mir auch nicht gerade vorstellen. So. Hatten wir nicht eine Alge gefunden? Dann essen wir doch erstmal die. Ist das schon fast Verschwendung wegen dem Foraging, was da noch raufkommt. Dann essen wir erstmal die. Dann essen wir erst einmal die hier. Eine kann erstmal noch. Dann machen wir noch eine. So, Spitzhacke. Klopfen wir wieder drauf los, wie die Weltmeister. Okay, hier ist eine Leiter. Nicht, dass wir die nicht sowieso finden würden, wenn wir alles aufklopfen. Steineklopsen herkommen. Ich will mir jetzt aber auch nicht unnütz nochmal was reinpfeifen, ehrlich gesagt. Dann gehen wir lieber wieder nach Hause.